Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Lora. Hier ist wieder die Sendung von KOFRA, dem Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation in München. Im Internet findet ihr nähere Informationen unter www.kofra.de. Wir senden alle 2 Monate, immer am dritten Donnerstag um 17 Uhr. Ja, hier ist Elke Amberg in der KOFRA-Sendung, heute zum ersten Mal, anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März. Oder eigentlich Frauenkampftag. Und bei Lora gibt es ja einen ganzen Monat mit Sendungen. Und wir haben heute eine Expertin, die uns, die in der Geschichte forscht und ganz, ganz frühe Frauenrechtlerinnen ausgegraben hat. Ich begrüße hier im Studio die Susanne Woznicka. Ja, hallo aus Augsburg, beziehungsweise direkt von München, ganz live. Ganz live aus München. Ja, lebt in Augsburg und eine geborene Ulmerin, wie ich auch. Und zwar, ich stelle sie mal vor, 1977 in Ulm geboren, in der ersten Ausbildung Tischlerin und Möbelrestauratorin und dann Abi auf dem zweiten Bildungsweg. Und heute ist sie Magistra. MA im Magistra der Musikwissenschaft, hat europäische Ethnologie oder Volkskunde studiert, klassische Archäologie und Kunstgeschichte und arbeitet zurzeit an ihrer Doktorarbeit. Sagst du mal den Titel? Der Titel, also es geht, der ist ziemlich lang, aber es geht um die Goldene Traube in Augsburg als bürgerliches Zentrum der Musikausübung im 18. und Anfang ins 19. Jahrhundert als Hotspot Europas. Als Hotspot Europas, ah okay. Und Goldene Traube ist eine alte Gaststätte, genau, ein altes Hotel. Eine alte Gaststätte, ah ja, genau. Und ja, im Studium hast du erlebt, dass die Geschichte recht arm ist an Frauen, was dich dazu bewogen hat, und das ist schon jahrelang, zu forschen, Frauen in der Geschichte auszugraben. Und unter anderem machst du eine Vortragsreihe mit 15 verschiedenen Komponistinnen, Hildegard von Bingen, Fanny Hensel, Annette von Droste-Hülshoff, wusste ich gar nicht. Ja. Dass die auch komponiert hat. Ja. Clara Schumann kann man sich schon eher was vorstellen. Ja, Ethel Smyth und Alma Mahler. Und durch deine Doktorarbeit ist dein Spezialgebiet kulturelles Leben im süddeutschen Raum des 18. Jahrhunderts und dann vor allem eben Komponistinnen- und Frauenforschung, auch Lesbengeschichte. Und jetzt nochmal zu deinen Ämtern, die du mittlerweile alle hast. Ja. Gell? Im Vorstand von Musica Femina München, dann wissenschaftliche Beirätin von der Swedish Association of Women Composers und der Deutschen Mozart-Gesellschaft und Mitglied im Internationalen Arbeitskreis Frauen und Musik. So, das zu deiner Vorstellung. Und wir haben heute... wir erforschen heute mit dir, also ich werde das lernen und du wirst mir hoffentlich erzählen, die Geschichte, die Frauengeschichte, die frühe Frauenrechts, also Frauen, die Rechte eingefordert haben, vor den Suffragetten noch. Und da möchte ich ein Zitat von dir noch voranstellen. Es hat mich verändert zu wissen, dass Frauen eine Geschichte haben. Also diese Forschungen, die sind... sehr existenziell für dich. Genau, die sind existenziell und zwar deshalb, so als Kind, so der 80er, 90er Jahre, man hat ja so nichts mitkriegt irgendwie. Es waren ja in der Schule immer nur die großen Männer dran und erst im Studium bin ich dann draufgekommen, auch im Zuge dessen, weil ich dann gemerkt habe, in Augsburg, da gibt es ein Frauenzentrum, was ist denn das? Das kannte ich so ja auch nicht von Ulm oder nicht großartig. Und da hat sich mir dann eine immense Bildungslücke erschlossen, weil die haben sämtliche alte feministische Zeitungen da gehabt und habe mich dann eingelesen einfach und habe dann im Zuge deshalb festgestellt, dass Felix Mendelssohn Bartholdy eine Schwester hatte, die offenbar komponiert hat und ich wusste das halt nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn mein Professor eine Vortragsreihe machen kann, nur mit Männern in der Musikgeschichte, ob ich das nicht mit Frauen auch machen kann und war dann entsetzt, als ich festgestellt habe, dass das bereits seit 40 Jahren Forschung gibt dazu. Und warum die eben nicht ankommt. Und als ich dann das erste Mal ein Stück von der Fanny Hensel gehört habe, habe ich
heulen müssen, weil es so schön war. Und gleichzeitig kam die Wut hoch, warum man das nicht hört. Und so hat mir denn diesen Kosmos eben erschlossen. Und das hat mich eben immer gewundert, warum in einem Fach wie Musikwissenschaft, Musikgeschichte Frauen nicht drin vorkommen oder so gut wie gar nicht. Und das hat mir dann den Biss gegeben und dann auch festzustellen, Moment, es gibt ja bereits Frauen und andere, die Forscher und Forscherinnen, die das seit Jahren, Jahrzehnten schon publizieren. Susanne, das muss man jetzt rausschneiden. Tu nicht so nebendran, sondern okay, red in das Schwarze rein. Das ist jetzt blöd von Blickkontakt. Ja, gell? Ist okay. Sorry, ich bin kein Profi hier. So war das. Meine Geste war so zu verstehen. Okay. Machen wir weiter. Ja. Das heißt, du bist eigentlich über diese Lücke in der Musikwissenschaft dann insgesamt auf historische Forschung gekommen und da Frauen zu finden. Wie ist denn das, wann war das dann, als du studiert hast? Weil ich wundere mich gerade von der Zeit her. Ja, das war, also ich habe angefangen im Wintersemester 2000, 2001. Und da kann man eigentlich denken, ja, 2000er Jahre, wir haben ja schon alles, aber ich wusste das, ich wusste nichts davon, gar nichts, null. Und dann habe ich mir eben den Kosmos erschlossen. Ja. Und das war dann so 2003, 2004 habe ich dann angefangen, mit den Sachen dann auch mal zu gucken, wie kommt das eigentlich an, und habe dann so die Vorträge halt einfach mal anboten. Und das erste war dann im Frauenzentrum Augsburg, und von da aus geht es in Weltgangen einfach. Von Schweden bis nach Wien, überall bin ich da schon rumgekommen damit. Du referierst quasi zu diesen, genau, Komponistinnen. Genau, so. Das, genau, ist dein Herzstück auch, genau, oder? Mit der Reihe ging das los, und da bin mir einfach für mich selber nach und nach so die Komponistinnen erschlossen, weil ich eben wissen wollte, kann ich das machen mit dem Material, das ja offensichtlich nicht da ist, aber halt eben doch da ist. Und und das war dann, wie gesagt, problemlos möglich, weil eben diese Institute wie zum Beispiel das Archiv Frau und Musik oder hier in München Musica Femina München, die sind ja auch schon seit Jahrzehnten dabei. Aber es hat mir immer die Frage gestellt, warum wird dann da nicht drüber geklärt, waren, werden die Sachen, die da drin sind, in den Archiven nicht genutzt. Und das ist halt, hat mir dann erschlossen, über diese Jahrzehnte und Jahrhunderte lange auch Diskriminierung, Reduzierung auf quasi Reproduktion, weibliche Reproduktion, weil im alten Sinne von auch mit Psychologie und was da alles so daherkam, auch biblisch ist ja quasi nur der Mann der Schaffende und die Frau, die reproduziert halt so. Und die Denke ist heute oft nur da. Ja, so diese Denkweise. Und interessanterweise dann, also wir sind jetzt ein bisschen bei einer akademischen Diskussion, interessanterweise, die Archive gibt's, das Wissen ist irgendwie da oder zumindest ist da eine Basis gelegt bei den Vereinen, aber in der wissenschaftlichen Lehre ist wenig davon angekommen, im etablierten Wissenschaftsbereich, ja, oder? Also so wie ich das verstehe. Genau, es gibt mittlerweile wirklich viele Institute, die an den Unis unterkommen sind oder dann auch neu gegründet sind. Zum Beispiel in Hannover gibt es ein Zentrum oder in Detmold, Paderborn. Also wirklich die auch schon seit einigen Jahren dabei sind, aber halt an vielen Unis gibt's sowas noch nicht. Und das war, in Augsburg war das der Fall. Mittlerweile ist es ein bisschen besser, aber da gibt es jetzt auch kein Gender in der Musik oder irgendwie so ein extra Lehrstuhl, wie es in anderen großen Unis da ist. Oder auch in München gibt es, glaube ich, auch hier Lehrstühle, die das also selbstverständlicher mit einbeziehen. Aber es meistens noch so, was ich von anderen höre, immer nur im Rahmen von Extra-Veranstaltungen, Extra-Seminaren, aber nicht allgemein selbstverständlich in die Lehre einbezogen. Mhm. Und dieser Anteil von den Frauen an der Musikgeschichte ist halt wirklich immens. Also okay. Das ist heute nicht unser Thema, sondern das ist sozusagen, da kommst du her, eigentlich aus der Musikwissenschaft. Genau. Aber du hast dann ganz viele andere spannende Frauen ausgegraben. Und zwar, unser Thema ist heute die Löwinnen von Paris, Frauen in Hosen an vorderster Front. Das ist ein Vortrag, den du anbietest und hier in München bei COFRA gehalten hast.
Sag einfach mal, also bevor wir jetzt eine Musik dann einspielen, Löwinnen von Paris, wieso Löwinnen? Ja, die Löwinnen von Paris, nur ganz kurz davor geschaltet, wie die eigentlich gefunden habe. Oder kommt das erst noch später, oder? Ja, fangen wir mal an, die Löwinnen von Paris. Nur ganz kurz zu den Löwinnen. Ja, die Löwinnen, das waren eben Frauen in Paris, die sich aufgeschwungen haben in der Französischen Revolution. Löwinnen deshalb, weil die haben ihre Haare offen getragen. Das war also schon skandalträchtig, weil eigentlich so die züchtige Frau, die keusche Frau hatte, die Haare zusammenzuhalten oder unter einer Haube, eine Frau unter die Haube zu bringen, da kommt es ja auch her. Und normalerweise haben in der Regel Prostituierte eigene Zeichen gehabt, damit man die auch nicht mit ehrbaren Frauen verwechseln kann. Und die haben eigentlich ihre Haare auch offen getragen, aber die Löwinnen hatten ein anderes Motiv, nämlich die Befreiung der Frau aus Herrschaftsverhältnissen. Das kam eben im Zuge von der Französischen Revolution, Aufbruch in die Freiheit. Und die Löwinnen, die hatten die Haare offen getragen, wie eben die Löwen mit ihrer Mähne. Und sie trugen eben Männerkleider, weil sie gesagt haben, wenn ihr uns als Frauen nicht akzeptiert, dann halt als Männer. Und sind dann auch so entsprechend auftreten, rauchend auf der Straße, Hosen tragen und als ganz besonderes Erkennungszeichen, die haben den gut sichtbaren Dolch in ihrer Brust getragen. Okay. Also auch wehrhaft und zu sagen, ja, mir haben ein neues Selbstbewusstsein. Ja, okay, gleich gibt's mehr. Please.
Eine Tätigkeit, die ohne Freude ausgeübt wird, ist für einen Menschen geistig und moralisch erniedrigend. Oscar Wilde. Lora München, das freie Radio. Zu hören auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de. Die Löwinnen von Paris, Frauen in Hosen an vorderster Front, ist heute unser Thema. Es geht um kämpferische Frauen vor den Suffragetten. Und du hast gerade erzählt, dass die eine wilde Mähne hatten, wie eigentlich für bürgerliche Frauen das undenkbar war. Jetzt, in welchem Jahrhundert sind wir? Wie findet man solche Frauen? Wie stößt man auf sowas in der Geschichtsforschung? Das war eben über die Forschung an historischen Zeitungen, die ich für meine Dissertation gebraucht habe und immer noch brauche, weil ich in den historischen Zeitungen über Kulturnachrichten im Augsburger Raum erstmal gesammelt hat und Musiknachrichten, Konzertbesprechungen und so weiter und so fort. Und ich habe eben das nicht auf Stichworte untersucht, sondern ich habe wirklich diese Zeitungen, 7 Stück an der Zahl, vom Zeitraum 1746 bis jetzt 1870 gelesen und habe eben alles notiert, was für mich noch hochinteressant weiter war. Mord- und Totschlaggeschichten, Kindsmörderinnen, Abtreibung, alles Mögliche. Und im Zuge dessen bin ich immer wieder über kleine Nachrichten drüber gestolpert zu frevelhaften Frauen in Hosen. Und da auch zu Fällen schon aus dem Mitte des 18. Jahrhunderts vor Augsburg. Und das habe ich mir eben alles notiert und habe mir festgestellt, Moment, die tauchen immer wieder in Paris auf. Also immer wieder waren da große Veranstaltungen, Demos, Clubtreffen, was war das? Und ich habe nichts dazu gefunden, gar nichts. Und habe mir dann das nach und nach eben doch erschlossen, aber historische alte Literatur, und bin dann draufgekommen, das war über einen wirklich langen Zeitraum und das muss so eine gigantische Bewegung gewesen sein, weil man hat dann nämlich auch Gesetze dagegen erlassen. Und zum Beispiel war es bis ins Jahr 2013 offiziell illegal für Frauen in Paris Hosen zu tragen. Und dieses Gesetz kam aus der Zeit 1799, also immer nur das Nachglühen französische Revolution, wo davor, also ab 1793 auf jeden Fall, dass die Frauen eben ein neues Selbstbewusstsein hatten und anders auf die Straße gegangen sind, um wahrgenommen zu werden für eigene Rechte, weil die haben sie ja über die französische Revolution nicht gekriegt. Weil was da kam, das waren Männerrechte und halt nicht Menschenrechte. Also für die Frau war da nichts eingeplant. Und dann sind die halt immer aufsässiger geworden und unangenehmer. Und haben dann so, und es müssen so dermaßen viele gewesen sein, dass man die Stadt Paris eben Gesetze erlassen hat, dass das halt nicht geht. Oder die Frauen müssen sich alle halbes Jahr für eine Bewilligung zur Polizei gehen und dann einen Antrag stellen, dass sie das dürfen halt. Damit also, sie quasi auch registriert waren, genau, oder? Genau, genau. So natürlich, dass man die unter Kontrolle hatte natürlich. Ja, ja. Und wegen einzelnen Persönlichkeiten hätten wir das mit Sicherheit nicht gemacht. Mhm. Und jetzt nochmal zum Einordnen. Also Französische Revolution war 1789 bis 1799, so, also vor der Jahrhundertwende, genau, genau. So die 10 Jahre vor der Jahrhundertwende. Mhm. Und das war genau der gleiche Zeitraum, wo die Frauen in Hosen da aufgetaucht sind, die Frevelhaften. Genau, wo dies zum ersten Mal diese Meldungen aus Paris kommen sind. Ja, also davor waren die Fischweiber natürlich bekannt oder die Frauen, die nach Versailles auszogen sind, um den König zu holen. Das war alles nur in der Hochphase. Aber so richtig mit diesen Hosenmeldungen, das kam dann richtig um diese Zeit ab 1795, 99 halt eben auf. Das war schon eine Entwicklung über ein paar Jahre. Und Löwinnen, so, und der Ausdruck Löwinnen, war der in den Zeitungen? Der war in den Zeitungen genauso drin, mit diesen Beschreibungen. Und dann habe ich versucht, Bilder zu finden, habe stellenweise auch teils ein paar gefunden. Also ich muss dazu sagen, ich habe diese ganzen Forschungen in meiner Freizeit betrieben, habe noch keine Forschung dafür einreichen können, weil einfach anderes wichtig war, auch Corona-bedingt. Das heißt, ich müsste selber nur nach Paris fahren und da in der Nationalbibliothek speziell noch kruscheln. Und normalerweise in der Regel gibt es Bilder, Beschreibungen, weil das, was an Nachrichten in Augsburg ankommen ist, das war immer nur so ein Best-of aus internationalen Zeitungen. Meistens verkürzt, wie zum Beispiel heute DPA das A macht, also es funktioniert immer nur genau gleich.
Und deshalb muss es da wesentlich größere Berichte geben. Und da kann ich eben einzelne Netzwerke auch nachweisen, wo sich die Frauen teils getroffen haben, wie es da drin abging. Also Männer haben schon Zutritt gehabt, aber die durften halt nicht reden, weil die haben ja sonst immer reden dürfen, all überall. Und also das heißt, die haben Versammlungen gemacht? Genau, die haben Versammlungen gemacht. Deshalb kann da auch noch gut Protokolle vorhanden sein, Namenslisten, wer da drin war. Und was sie auch gemacht haben, sie haben Gerichtsprozesse gestört. Also die waren wirklich aufmüpfig. Zum Beispiel bei einem Prozess auch nachweisbar, dass eine Frau vor Gericht stand, die ihren gewalttätigen Mann umgebracht hat und die also kurz davor war, dass sie dafür einkerkert worden ist, aber die Frauen waren im Gericht so aufsässig, dass diese Frau dann, ja, hat man mehr oder weniger laufen lassen. Und da war eben bei diesen Riots war eben Georges Sand dabei, die ganz legendäre und hosentragende Frau, Lebensgefährtin von Frédéric Chopin. Da kennt man sie ja auch über ihre Bücher aus Mallorca, wo sie berichtet hat dann auch. Und die war als ganz junge Frau, hat die zwar auch schon Hosen tragen, aber ist zu diesen Löwinnen von Paris gestoßen und war dann ganz offenbar Mitglied davon. Ja. Georges de Saint, also George Sand kenne ich immer nur. Genau, ich kenne die englische Sprechweise. Genau, ich kenne es auf Französisch. Auf Französisch, aber, okay. Ja. Und jetzt also, inwiefern ging das dann auch, also da war jetzt ein Gerichtsprozess, wo es um einen Mord ging und die Frauen dann aufsässig waren. Du hast so diese alte Sprechweise auch, das ist nett. Inwiefern ging es dann da bei den Löwinnen da auch um Frauenrechte? Frauenrechte ging das weiter, dass sie auch gefordert haben, das war in den 1830er Jahren auch, dass die zum Beispiel geschlechtergerechte Sprache gefordert haben. Die haben sich nämlich, es haben sich dann auch feministische Zeitungen gegründet mit Chefredakteurinnen und die haben dann so dermaßen Reichweite gehabt hat, dass die eine Petition aufgezogen haben, wo eben Frauen eine Petition an den französischen König gerichtet haben, dass er sich doch auch bitte König der Französinnen nennen soll und nicht nur König der Franzosen, weil wir sind ja anno da so. Und das ist Reizen und das sind immer nur so diese kleinen Nachrichten, aber so wie das geschrieben ist, muss es eben diese Petition in gedruckter Form auch noch irgendwo sein. Und das sind, also ich mache Grundlagenforschung. Ich kann bloß immer wieder per Zufall irgendwas finden und dann weiß ich sofort anhand von der Wortwahl, von den Beschreibungen, da muss es mehr geben. Und die kann immer nur anstoßen und wie gesagt, es sind immer so Anknüpfpunkte. Und so zieht sich das über alle Jahrzehnte eben weiter durch an solchen einzelnen Anknüpfpunkten, dass diese Frauenbewusstseinswelle immer weitergeht. I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Lora München auf der 92.4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sache. Wir haben hier im Studio Susanne Wosnitzka aus Augsburg, Musikwissenschaftlerin und Geschichtsforscherin, die uns zu Frauen in Hosen an vorderster Front, die Löwinnen von Paris, erzählt. Es geht um die frühen Frauen, die vor der Suffragettenbewegung schon Frauenrechte eingefordert haben. Und unter anderem gab es auch gendergerechte Sprache. Also sie haben gefordert, dass auch sie als Untertaninnen benannt worden sind. Und das war also so nach der Französischen Revolution, jetzt nur um das nochmal einordnen zu können, wo wir sind. Olympe de Gouges, die ja diese Erklärung der Rechte der Frau gemacht hat, wann war die, in welcher Zeit? Das war auch in der Französischen Revolution selber ab 1789, dass die sich Gedanken dazu gemacht hat, wo bleiben eigentlich mir Frauen? Gerade als so die Menschenrechte rauskamen mit ihren Statuten und Paragraphen, und die haben da festgestellt, ja Moment, wir sind ja gar nicht drin, sind wir eben keine Menschen oder was ist das? Und die Olympe de Gouges, die hat dann ihre eigene Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin rausgeben in mehreren Paragraphen. Und da sagt die ganz klipp und klar, ein Parlament oder beziehungsweise eine Gesetzbildung, an der Frauen nicht zu 50% beteiligt sind, ist null und nichtig. Und das ist nach wie vor top aktuell, gerade wo es eben um Quoten geht, und Quoten braucht es ja, weil es offenbar davor halt eben nicht funktioniert hat, dann müssen wir es einmal so probieren. Also so weitsichtig war die. Mhm. Und die ist dann hingerichtet worden, jetzt nicht unbedingt dafür, dass sie dieses Manifest auch veröffentlicht hat, sondern weil sie höchstwahrscheinlich eben schon Königstreue war und dann eben den Weg vieler anderer auch gehen musste, die jetzt nicht so schon revolutionär eingestellt waren, aber halt nicht im Sinne von dem, was die Männer halt da eben abziehen. Ja, ja. Und diese Löwinnen, von denen du uns gerade berichtet hast, wieso kann man die als Vorläuferinnen der Suffragettenbewegung ansehen? Die Suffragetten, die waren ja eigentlich dann erst 100 Jahre später in England, oder? Also von der Zeit, vom Einordnen her? Ja, also Suffragetten, das Suffragium heißt ja quasi zum Wahlrecht und Emanzipation. Das Wort war davor noch wichtiger, weil das Emanzipation ist quasi die Entlassung aus der Herrschaft des Hausvaters. Um das ging es quasi. Und diese Löwinnen von Paris, die können diese Lücke zwischen 1789 und 1848, 49, also als da die Revolution in Deutschland ja auch noch war und die politischen Umbrüche, da lässt sich diese Lücke von 50 Jahren ungefähr schließen, weil in den allermeisten Büchern, da geht eben diese Frauenbewegung auch in Deutschland erst eben ab 1848, 49 los, wo die Frauen eben auch wieder in so einen Umbruch kommen sind, gerade Luise Otto Peters als ganz wichtiges Zentrum mit ihren Schriften und den Frauenzeitungen. Aber die sind nicht einfach bloß so vom Himmel gefallen. Und da ist eben diese Welle von den Löwinnen von Paris nach Deutschland geschwappt, auch in einer Person, zum Beispiel von Louise Aston, die in Hosen auftrat, die in Paris war, die in Berlin gewirkt hat, die in Wangen im Allgäu bestattet ist. Da fragt man sich, wo kommt die da hin? Aber die ist so oft ausgewiesen worden, weil sie so aufsässig war. Und ganz neu wieder Moment entdeckt. Moment mal, ausgewiesen, war das eine Engländerin, oder? Eine englische Suffragette, oder? Sie hat den Engländer geheiratet. Also sie war eine Deutsche, aber die hat einen Engländer geheiratet und hat aber auch immer offene Beziehungen angestrebt. Also die war ganz revolutionär. Und hat eigene Salons gehabt und ist eben von Berlin bis Paris überall rumgekommen. Und hatte natürlich ihre Anhängerinnen, und die ist ja ziemlich fesch aufgetreten, muss man so sagen. Und hat dann Nachahmerinnen auch gefunden, aber es gab eben vereinzelt auch Frauen, die auf und sich aus auf der gleichen Linie waren, wie zum Beispiel Emilie Lehmann, die in Königsberg aufgewachsen ist und in Berlin Furore gemacht hat, indem sie eben Hosen getragen hat. Und das war ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie Lola Montes, und dann können wir wieder den Bogen nach München schlagen, weil die hat ja hier diese Revolutionen auch ausgelöst oder war mitverantwortlich, sagt man so. Die ist ja immer so als böse Hexe auch dargestellt worden, aber die hat das, es war einfach generell am Brodeln, und der König war nebst der Kapp quasi wegen ihr, und das war alles nicht so ganz toll.
Ja. Und das eine hat dann stich zum anderen geführt, aber es gab auch hosentragende Frauen hier in München, ja, die am Odeonsplatz gelaufen sind. Okay, jetzt, ich wollte von vorher noch, die fesch ausgesehen hat, die Luise Aston, da hat die auch Hosen getragen. Die hat Hosen getragen. Wir reden jetzt dauernd über hosentragende Frauen. Die hat Zigarren geraucht und alles, was man so als Frau nicht durfte, hat die halt gemacht und ist deshalb, weil sie so gefährlich war, in Anführungszeichen, ist die oft ausgewiesen worden. Also früher, zu dem Zeitpunkt hat sie nur die Stadtmauern gehabt, das war dann ein leichtes, die einfach vor Tür zu setzen. Und das wiederum, diese Radikalität, hat zum Beispiel der Luise Otto Peters nicht gefallen. Und das ist wieder die Anknüpfstelle in die späteren Suffragetten, die dann 50 Jahre später dann kamen, also 30, 40 Jahre später, muss man sagen, zur Frauenwahlrechtsbewegung in Deutschland und Suffragetten in England, muss man auch manchmal noch so ein bisschen unterscheiden. Aber es geht in eine Richtung, eben um das Frauenwahlrecht. Und das waren die Wegbereiterinnen dahin, dass Frauen eine Stimme kriegen, und zwar eine selbstverständliche Stimme, und dass die laut sein können und laut sein dürfen. Also ich kenne mich auch nicht so aus. Genau, eine deutsche Frauenwahlrechtskämpferin. Das war eine deutsche Frauenwahlrechtskämpferin. Genau, aber eben nicht nur für das Frauenwahlrecht, sondern eben auch um die ganzen sozialen Umstände, die wirklich verheerend war in der Zeit, vor allem für Frauen eben, die ja wirklich keine Rechte hatten und auch wirklich wie Sklavinnen eigentlich auch gelebt haben, auch in den Fabriken, furchtbare Schicksale aus den Zeitungen sind dann noch rausgekommen. Und die war eben eine privilegierte Frau und hatte auch Geld zur Verfügung gehabt, sodass sie wirklich so Zirkel gründen konnte und an Zeitschriften arbeiten konnte als Sprecherin für ganz, ganz viele andere Frauen, die keine Stimme haben. Und hat dann eben ihre Zirkel geschaffen und es hat Wellen gezogen und so ist dann diese Bewegung immer weiter geworden. Und die hat eben gegipfelt im Mitspracherecht, muss man sagen, also nicht nur Frauenwahlrecht, sondern im Mitspracherecht zur Bestimmung von Gesetzen, zur Verbesserung von sozialen Umständen und das Ganze. Und wann sind wir jetzt, wenn wir jetzt bei Luise Otto Peters sprechen, in welchem Zeitraum sind wir dann? Das ging auch so 1848, 49 los, aus diesen revolutionären Umständen in Deutschland hin zu Versuchen von Demokratie zum Mitspracherecht, was ja in Straßenschlachten gegipfelt hat, auch all überall. Rastatt war es ganz krass in Deutschland und in Berlin hat man Barrikaden und so hat sich das also durchzogen durch die ganzen Städte und dadurch haben die Frauen dann zuerst auch ihre Berufung, natürliche Berufung in Anführung gehabt, dass sie zum Beispiel halt eben dann doch für die Verletzten halt Verbände zupfen müssen und sowas, aber die wollten halt offiziell mitmischen. Und das war dann eben Veranlassung für Luise Otto Peters, in Politik zu gehen und hartnäckig zu sein und aufmüpfig zu sein. Und das hat sie dann eben schon auch von diesen Löwinnen von Paris mitgenommen. Und sie muss von diesen Löwinnen gehört haben oder die gekannt haben, diese Bewegung, weil sonst hätte sie die nicht ablehnen können. Ja. Aber das muss man noch näher untersuchen. Das sind bloß so Überlegungen von mir aus diesen ganzen Beobachtungen aus den Zeitungen raus. Okay, wir machen jetzt gleich nach der Musik damit weiter, inwiefern da Lesbischsein auch eine Rolle spielt. Ich habe hier Susanne Wosnitzka, Historikerin, die zu den Vorläufern der Suffragettenbewegung uns erzählt. Ja, die Löwinnen von Paris ist unser Thema heute bei Lora München. Und zwar eine Sendung von KOFRA. Hier am Mikrofon ist die Elke Amberg. Und zu Gast ist Susanne Wosnitzka, Historikerin und Musikwissenschaftlerin. Wir haben ja jetzt schon gehört von diesen wilden Frauen, die ihre Haare offen getragen haben und deswegen als Löwinnen betitelt worden sind, die ein Dolch in ihrem Ausschnitt hatten. Und eigentlich auch, wie soll man sagen, als du das erzählt hattest, habe ich mir vorher gedacht, wieso, es gibt ja jetzt so Schlampendemos auch. Ja, irgendwie schon. Und also die so junge Frauen, die also quasi diese Pornografisierung positiv wenden und sagen, also wir lassen uns nicht aufgrund unserer, wir wollen uns anziehen, wie wir wollen. Und sei es, wenn das von außen als sexuell anzüglich betrachtet wird, ist uns doch egal, ja. Mhm. Und so kommt einem das auch vor mit den Löwinnen von Paris im Grund genommen, ja.
Was hat das Ganze jetzt, du hast ja in deiner Vortragsankündigung feministisch-lesbische Subkultur, die da salonfähig wurde. Gibt es da Belege von lesbisch sein bei diesen starken, selbstbewussten Frauen? Konkrete Beispiele sind mir jetzt selber in den Zeitungen aus der Zeit keine untergekommen, aber man muss trotzdem immer überlegen, was das für eine, also wenn man sich so lesbische Geschichte, Frauen-Lesben-Geschichte anguckt, was das für eine Aufbruchstimmung auch war oder gewesen sein kann, nicht nur für heterosexuelle Frauen, eben sondern für lesbische Frauen oder Transgender-Personen, in den Klamotten, die man anziehen will und das, was davor aus Konventionen und seltsamen Moralitäten nicht ging, was das für eine enorme Chance war, nicht einfach nur die Hosen zu tragen, damit man als Mann wahrgenommen wird, politisch, sondern weil man endlich die Klamotten anziehen kann, die einem innerlich passen, die zu einem passen. Und da würden sich vielleicht bestimmt auch noch Beispiele finden, wenn man da weiter forscht. Ich habe zum Beispiel selber ein Beispiel aus den 1760er Jahren in Augsburg gefunden, wo eben eine Frau in Männerkleidern auftrat und Casanova hat die schier erkannt und auffliegen lassen. Oder auch zu schwulen Männern, die wo neue Funde gemacht habe. Und das ist alles so eine Aufbruchstimmung, die aus dieser Zeit, aus diesen Beispielen von Nonkonformität und von Sachen anders tragen oder in anderem Kontext tragen eben rauskommt. Und ja, auch Frauen, die sich dann halt eben Haare irgendwann abgeschnitten haben, weg mit den alten Zöpfen. Das ging eine Zeit lang ganz interessant, ging über Jahrzehnte teilweise gegen Zopfabschneider rum, die Mädels und Frauen die Zöpfe abgeschnitten haben auf der Straße. Und da habe ich dann Beispiele gefunden, dass es auch manche Mädchen gegeben hat, die gesagt haben, mir hat der Zopfabschneider die Haare abgeschnitten. Also war wirklich so ein Spuk, der von Hamburg bis München nachweisen lässt. Das hat man teilweise auch Männer festgenommen, die dann wirklich die Täter waren, also fetischmäßig sich die Haare angeeignet oder weiterverkauft. Aber dass auch Aussprüche gefunden, dass sich Frauen die Haare abgeschnitten haben, um zu fühlen, wie sich kurze Haare anfühlen. Und haben sich dann Geschichtler erfunden quasi, dass es quasi ein Verbrechen gewesen sein soll, aber der Welt waren sie selber. Oder auch ein ganz trauriges Beispiel, damit sie nicht mehr in Fabrik müssen. Weil abgeschnittene Haare waren, es war ja damals frevelhaft, du konntest nicht auf die Straße gehen. Und das war dann, was die Nazis später gemacht haben, die Frauen, die sich was zu Schulden haben kommen lassen. Und wenn sie nur mit dem Klassenfeind in Anführungszeichen gegangen sind, gibt es ein Beispiel in Ulm dafür, sind den Frauen öffentlich Haare geschoren worden. Also das zieht sich nach wie vor durch und deshalb war das für lesbische Frauen vor allem auch dieses Zeichen, weg mit den Zöpfen, kurze Haare, ich will Freiheit am Kopf. Und genau jetzt im Moment haben wir ja die Frauen, die verhaftet worden sind, weil sie den Hijab nicht tragen wollen. Also das zieht sich durch die ganze Geschichte, durch auch an solchen einzelnen Aspekten aus diesen historischen Zeitungen. Also man kann die... Also diese Maßregelung über das Aussehen, genau, ja, in verschiedener Form. Auch wenn man denkt, dieses Hosenverbot, was du anfangs erzählt hast, dass das noch bis 2013 irgendwo drin stand, ja, in irgendeinem uralten Gesetz. Ja. Wenn du das jetzt gerade so plastisch beschreibst mit den Zöpfen, wie haben denn diese... Also, du hast ja ein paar einzelne Bilder gefunden, gell? Also man müsste nochmal in den Originalzeitschriften, also es gibt ein paar einzelne Darstellungen wirklich von den Frauen in den Hosen. Wie sahen diese Hosen aus? Also ich meine, bei uns gibt es ja jetzt enge Hosen, weite Hosen. Also es gibt ein ganz wunderbares Bild, wo Georges Saint mit einem Begleiter in den Straßen unterwegs ist, schwarz-weiß. Das habe ich auch in meinem Vortrag gezeigt. Und da hat sie wirklich, also... Jetzt nicht auf, so wie man es von Yves Saint Laurent kennt, dass der zum Beispiel die Anzüge für, Business-Anzüge für Frauen gemacht hat, auf eine Art Feminin-Maskulinität. Aber da sieht man wirklich an diesem Bild, sie hat wirklich den gleichen Schnitt wie der Gentleman neben ihr. Sie trägt einen Zylinder, sie trägt eine Art Vatermörder hochgeschlossen.
sehr, sehr tailliert. Das ist schon, also man sieht schon, dass sie Corsage drunter gehabt haben muss. Aber so Corsage war zum Beispiel auch noch Kaiser Franz Josef in Österreich, der hat selber auch solche Corsagen tragen. Also das war, hat sich lang gezogen. Im Heeresgeschichtlichen Museum Wien findet man solche Corsagen auch noch unter männlichen Uniformen. Also die Männer ganz offiziell. Also es war so extreme Körperbetonung und schon eine Art Einschnürung oder ja, jetzt nicht unbedingt auf negative Art, aber dass man eben was darstellt, dass man aufrecht geht und das ist so dermaßen elegant, was die Frauen da eben tragen. Und zwar halt eben nicht ein Oberteil mit einer Krawatte und unten ein Rock, was ganz viele Suffragetten getragen haben auch. Das sieht man bei Esther Smile zum Beispiel, aber die haben immer Röcke angehabt, bis auf einzelne Ausnahmen. Aber ja, das war dann natürlich auch noch der Geschmack der Zeit. Da spielt einige Faktoren rein, aber die hat wirklich knallhart Hosen und hatte sie sich dann halt schneidern lassen, weil von der Stange gab es ja noch nichts damals. Hier sind die homosexuellen Frauen. Hier sind die homosexuellen. Hier sind die homosexuellen Frauen. Hier sind die homosexuellen Frauen. Euer Blick ist ein blöder Trick, doch wir kümmern uns nicht mehr darum. Ihr kommt uns zu dumm, ihr kriegt uns nicht um. Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Ohne euch wird's still bei LoRa. Wir brauchen eure Unterstützung. Spendet jetzt oder werdet Mitglied im Förderverein. Mehr dazu im Internet unter lora924.de.
Ja, wir haben hier heute bei Lora das Thema Die Löwinnen von Paris, Frauen in Hosen an vorderster Front, anlässlich des Internationalen Frauentages oder Frauenkampftages. Und damals, das waren ja echt Kämpferinnen. Vorher hattest du, Sue, von Lola Montez gesprochen. Die ist ja hier in München bekannt als genau. Geliebte. In welcher Zeit sind wir da jetzt? Auch Mitte des... Mitte 19. Jahrhundert. Mitte 19. Genau. Jahrhundert. Genau. Hat die auch Hosen getragen? Da habe ich jetzt keine Beispiele gefunden, aber sie hatte ein sehr herrisches Auftreten. Es kam, letztes Jahr kam eine neue Biografie raus. Mir fällt gerade bis der Name von der Autorin nicht ein, aber die neueste, die auf dem Markt da ist. Und also Lola Montez war berüchtigt dafür, dass sie mit ihrer Reitpeitsche gelaufen ist. Und sobald sie irgendwie gemerkt hat, sie wird bedroht, dann hat sie damit auch knallhart zugeschlagen. Und das heißt zwar, sie hatte herrisches Auftreten, aber die hat einfach sich gezeigt, wie sie ist und wie sie drauf sein will und war also wirklich eine freie Frau und oder hat zumindest in der Zeit so versucht wie möglich. Und vielleicht war, also die hat ja fantastisch ausgesehen. Also es war ja schon ein heißer Feger, muss man so sagen. Sonst wäre sie ja auch nicht so oft abgebildet worden. Aber vielleicht hat es der König auch von ihr durch dieses Freiheitsbewusstsein anzogen worden. Und deshalb ist zu ihr der unglaublich viel berichtet worden. Und, ja, okay. Und das war schon ein Vorbild auch, muss man sagen. Okay. Und im Zuge, also Luise Ersten, das war ja so in einem Zug, hattest du die erwähnt, und die Emily Lehmann, die auch so in dieser Zeit waren. Die waren ja wirklich auch sehr politisch kämpferische Frauen. Genau, also Luise Ersten, die kennt man heute hauptsächlich eben durch ihr Hosentragen, durch ihr offensives Auftreten auf, für ihr Einsetzen von freiheitlichen Beziehungen, also offener Ehe und sowas. Und die hat ein politisches Credo verfasst. Und das war in der Zeit 1848, 49, das in den Dreh rum, war das so eine Art Trend, dass politisch aktive Menschen ein politisches Credo verfassen, wo sie quasi paragraphenmäßig aufzählen, für was sie alle stehen. Und das hat Luise Ersten gemacht und das hat jene Emilie Lehmann auch gemacht, die bislang nur aus kleinen Fußnoten als Randerscheinung bekannt war. Und von der habe ich aber dieses politische Credo, das sich über 20 Paragraphen erstreckt, habe ich quasi wieder ausgraben. Da hat mir einer in einem Archiv geholfen, der mir Kopien davon verschafft hat. Er hat gesagt, doch, wir haben sowas da. Und das ist ein politisches Credo, wo sie eben fordert, dass Frauen freiheitlich leben sollen, dass sie nicht nur am Herd kämpfen sollen, sondern rausgehen auf die Straßen. Und sie hat auch mehrere politische Lieder veröffentlicht. Also sie hat nicht komponiert, aber Lieder im Sinne von vertonbaren Gedichten. Und eines ist zum Beispiel zur Emanzipation der Frauen und eben auch zum Zöpfe abschneiden. Zum alte Zöpfe weg damit und geht raus und macht was. Und das sind die zensurfreien Lieder, wie die heißen. Ich habe hier was von deiner Homepage, da sind ja so ein paar Beispiele auch drauf, www.susanne-wosnitzka.de. Da schreibt die Emily Lehmann, die Röcke aus, die Hosen an, das Schnürleib weg vom Busen, wer frei sich fühlt, ist jetzt ein Mann, wer Mann ist, trage Blusen. Was soll das Gitter um die Brust, zerbrecht es eurer selbstbewusst und lasst die jungen Gecken sich jetzt ins Schnürleib stecken. Oder später dann nur immer frei und ungeniert und gar nicht lang besinnen. Erst äußerlich emanzipiert, dann kommt's von selbst von innen. Das fand ich so toll, also wie sie das Äußere und das Innere verbindet und dass da das Wort emanzipiert auftaucht. Das hattest du ja vorher gesagt. Genau, das war ganz, ganz wichtig, das Wort. Weil in der Zeit, da ging es nicht nur um die Emanzipation von den Frauen, sondern auch um die Emanzipation von den Juden, von jüdischen Menschen, die sich auch freiheitliche Rechte erhofft haben, was dann nicht kam. Auch immer wieder zu Antisemitismus-Ausbrüchen in der Zeit. Und das war dieser allgemeine Freiheitsdrang von Menschen allgemein. Und besonders halt eben von Frauen, von diesem Joch, sich zu befreien, wie eine Frau sein soll. Ja, und es geht natürlich, geht auch darum,
Weil Männer sind ja genauso unterjocht. Die hat mir auch genauso in diese Rollen da reingedrängt. Aber die Frauen, die haben es halt, ja, weil sie halt eben dieses alte Adam-Eva-Prinzip hat, dass die Frau halt immer die Schuldige war. Das haben ja die Männer nicht gehabt, sondern es war immer die Frauen, die sind biblisch schuld und tragen die Erbsünde. Und deshalb war dieser Impact, denke ich, deshalb umso schwerer und desto auffälliger auch in der Zeit. Ja, und diese Emilie Lehmann, das war eine Deutsche, in Königsberg war ja damals genau, deutsch, genau. Gell? Die und ist in Königsberg aufgewachsen, hat einen Rittmeister geheiratet oder ist verheiratet worden und das hat ihr einen gewissen Status gebracht, aber der Rittmeister ist dann relativ früh gestorben und dann ist die mit dieser Rittmeisterinnenbezeichnung in Hosen auf Straßen gegangen und hat auch Petitionen gestellt, dass Frauen in Deutschland Hosen tragen dürfen, ist gescheitert am König. Ja, also soweit, das sind alles Briefe, die nur erhalten sind, ihre Beschreibungen raus. Und sie hat dann trotzdem Hosen tragen, halt unterm Rock. Unterm Rock? Genau. Okay. Da hat sie nichts. Also die trägt Hosen, egal was kommt. Und der Rock muss halt außen nur drauf sein. Aber weiterhin hat sie ihre Krawatten tragen und hat durchaus ihre männlichen Verehrer gehabt. Und hat sie ihre Liebesbriefe auch noch veröffentlicht. Okay. Jetzt will ich nochmal zum Schluss den Bogen machen. Wieder zu den Suffragetten. Die Suffragetten, die waren ja ganz in Weiß anzogen. So viel ich weiß? Oder waren das nur die englischen Suffragetten? Das waren die englischen Suffragetten bei den Paradetreffen. Also von wegen unterm Rock die Hose. Deswegen, oder gab es da auch welche einzelne vielleicht? Oder war das denen zu radikal? Oder kann man da noch gar keine Verbindung herstellen? Das hat mit Sicherheit auch modische und Anstandsregeln. Also dass es gab so die Ladies von Llangollen, ich kann die nie aussprechen, die bekannt waren, dass sie Männerkleidung auch getragen haben, aber die sieht man auf den Bildern auch nie ohne Röcke, sondern halt immer nur männliches Auftreten, so wie Anne Lister zum Beispiel. Kennt man ja auch nur Anne Lister mit ihren geheimen Tagebüchern, wo jetzt eine Serie auch rauskam die letzten Jahre. Die trägt auch keine Hosen, aber die hat immer dieses männliche Auftreten, aber mit Zylinder, mit männlichen Oberteilen. Attributen, das ja, genau. So, mit gewissen Attributen, ja, Accessoires, genau. Zum Beispiel von den englischen Suffragetten kennen jetzt auch kein Beispiel von den Prominenten zumindest nicht, die da in Hosen aufgetreten seien. Die haben immer züchtig ihre langen Röcke getragen. Die mussten aber gewisse Regeln auch einhalten, sonst hätte man sie auch nicht für ernst genommen. Also, aber es waren aber in der Zeit auch die Modeerscheinung, dass sie eben auch Krawatten tragen haben. Ach, das war schon. Genau, das war schon. Das war generell Modeerscheinung, diese hochstehenden Kragen und die ganz schmalen Krawatten. Okay. Hat man die nicht in Zeitungen auch rauchend abgebildet und mit Spazierstock das auch, doch, und doch, sowas? Von Lola Montes, da gibt es zum Beispiel ein Bild, eine Fotografie, auf der sie raucht. Das ist auch gleichzeitig die früheste Fotografie einer rauchenden Frau. Ja, das gibt's. Ja, rauchende Frauen hat man jetzt nicht unbedingt, es gibt nicht unbedingt Fotografien, aber es ist drüber erzählt worden und die Louise Aston, die sieht man eben auch rauchend in einem ganz wunderbaren Ölporträt abgebildet, wo sie ganz selbstbewusst den Rauch rausbläst und ja, mit herausgedrückter Brust und also ganz unübliches Frauenporträt in der Zeit. Mhm. Ja, also wenn du das so beschreibst, dann merkt man eigentlich, dass hier im Radio fehlen uns jetzt wirklich diese Bilder. Ja. Und solche Bilder, die kann man nämlich in deinen Vorträgen dann nämlich auch sehen. Genau. Und deswegen wollen wir hier auch den Vortrag von dir zu dem Thema empfehlen. Mhm. Und auch zu den 15 verschiedenen Komponistinnen gibt es ja Vorträge auch von dir. Das auch empfehlen. Ja. Und wünschen dir weiter für deine Forschung alles, alles Gute, dass du wirklich dann auch in Originalquellen zu den Löwinnen zum Beispiel mal forschen kannst. Das wäre ganz toll. Das sind ja quasi Sekundärquellen, die es genau, die sie sind rein deutsche historische Zeitungen, die als Grundlagenforschung eben, die man durchaus hernehmen kann und wo ich aber eben weiß, da muss es in Paris noch mehr geben, weil das sind nur Pressemeldungen aus Paris, die man in Augsburger Zeitungen veröffentlicht hat. Ja. Also muss wesentlich mehr und umfangreichere Quellen da sein. Ja, ja. Also das ist wirklich ein Schatzkästchen, so wie du das auch geschrieben hast im Ankündigungstext. Ich danke dir sehr,
zu. Susanne Wosnitzka war heute hier im Studio. Vielen Dank und mein Name ist Elke Amberg und ich habe die Sendung hier für KOFRA auf LoRa München gemacht. Tschüss. Ciao. Das war die Sendung des KOFRA, des Kommunikationszentrums für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation in München. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen finden Sie unter www.kofra.de.